And now we have a rather unfortunate turn of events. It seems that the President and the Federal Council have passed judgment over the civilians of Raccoon City. The President and Federal Council have ruled that the Backless Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000. Hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. So, und jetzt muss ich erstmal auf jeden Fall den Sound muten, denn sonst gibt es hier wieder Copyright-Probleme, wahrscheinlich auf YouTube, da das Ganze ja noch auf YouTube landet. So, ich mach's am besten jetzt schon mal. Moment. Falls es hier irgendwie Komplikationen geben sollte, mache ich einfach mal das Game komplett runter. Ha! Da ist er, ein Fuchs. Und ja, wir lassen aber den Stuff durchlaufen, glaube ich. Das ist, glaube ich, an der Situation angemessen. Das war zumindest der Resident Evil 3 Nemesis, mein erster Attempt zumindest, was den Speedrun angeht. Ich sag mal so, der Resident Evil Gott sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber ich glaube, das war gar nicht mal schlecht. Abgesehen davon, dass wir eben jetzt einen First Aid Spray, glaube ich, was maximal eingesetzt haben. Wenn wir das nicht gemacht hätten, ich glaube, dann wäre es relativ gut gewesen, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wie ich das vielleicht jetzt gerade glaube, wie das eventuell ist. Also von der Zeit her ist es vielleicht gar nicht mal schlecht. War übrigens nicht der letzte Speedrun-Attempt, da wird es definitiv in der Zukunft noch ein paar geben, aber ich glaube, wie gesagt, das war gar nicht schlecht von der Zeit her. Mal schauen, wie es im Rang aussieht. Ob es mir eventuell den Rang ablaufen lässt oder nicht. Das stört mich ein bisschen mit dem einen. Aber ich glaube, wenn ich das nicht genommen hätte, ja doch, klar, wir waren ja im roten Bereich. Aber ich glaube, wir wurden danach nicht mehr angesnackt. Also hätten wir das eigentlich umgehen können. Aber ja. Dung happens. Bin gespannt allerdings. Definitiv. Also Wetten können noch abgeschlossen werden. Das kann aufgefallen, dass ich die ganze Zeit das Panel hier drin hatte. Ja, Wetten können noch abgeschlossen werden auf jeden Fall. Ich sag 2 Stunden plus minus. Plus wohl eher. Moment! Ich sag 2 Stunden. 2 Stunden und 10 Minuten. Und Rang C. Grade B! 2 Stunden, 6 Minuten. Oh yeah, oh yeah. Ich sag mal so, wahrscheinlich habe ich in der jüngsten oder in der Vergangenheit bessere Grades bekommen. Schultechnisch. Schön wär's. Naja, ich glaube, das lief schon mal besser in der Vergangenheit. Aber ich sag einfach mal, das ist momentan mein bester Score im Game. Grade B, 2x gesaved und 2 Stunden und 6 Minuten habe ich gebraucht. Also gut, wenn man jetzt die ganzen Fails mit einberechnet, natürlich ein bisschen länger. Aber Grade B, 2 Stunden, 6 Minuten, 7 Sekunden ist eine ganz ordentliche Zeit, denke ich mal. Ist gar nicht schlecht. Und wie gesagt, das war nicht der letzte Attempt für einen Speedrun. Ich bin mir ziemlich sicher, hätten wir das First Aid Spray nicht eingesetzt, ich bin mir ziemlich sicher, dass es mindestens um einen Rank dann droppt. Ich glaube, wir hätten einen A-Rank bekommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber nicht ziemlich sicher, aber ich bin mir sicher auf jeden Fall. Aber ja, diese Stats gilt es jetzt zu toppen im nächsten Speedrun, je nachdem, wann er kommt. 2 Stunden, 6 Minuten, 2x gesaved und Grade B. Das heißt, wenn es perfekt läuft, 0 Saves natürlich, Grade A oder S, wenn es das hier noch gibt, ich denke schon. Und natürlich eine wesentlich bessere Zeit. Könnte möglich sein, wenn ich gut wäre, was ich nicht bin. Haben wir einen anderen Epilog? Ich glaube nicht, ne? Mal schauen. Oh, please forgive me, Claire. Chris Redfield has just finished this letter with his signature phrase. As he removes his sunglasses.
Oh Gott, ich sehe kaum noch was. A lady walks by him with light steps. She looks about the same age as Claire, he thinks. A short time later, Chris discovered that his sister was looking for him, but was caught. Deal with it. Okay. Und das war's mit dem heutigen Stream auch. Wenn ich kann nicht wieder den Sound wieder hochmachen, sehe ich gerade. Das war's für den heutigen Stream und für den Speedrun. Wie gesagt, die Stats habt ihr ja gesehen, die gilt es in den nächsten Speedruns, die natürlich kommen werden, zu toppen. Ich schau gerade nochmal übrigens. Moment. Jetzt will ich nochmal das Ganze hier ändern. So. Wunderbar. Dann hoffe ich natürlich, der Stream hat euch gefallen. Ich schau gerade nochmal, wie viele überhaupt gerade jetzt hier noch mit am Start sind. Aber ich habe gerade die Seite nicht offen, also kann ich das gar nicht nachschauen. Aber ich hoffe trotzdem, dass der Stream hat euch gefallen, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es übrigens schaffen. Ich dachte, da kommen noch ein paar Fails und ich muss dann irgendwann abbrechen. Aber zum Glück nicht. Aber ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich auch, die ganze YouTube-Audience gefällt der Speedrun ebenfalls. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon streame, aber ja, 1,5 Stunden etwa. Also das werden vielleicht so auch wieder 2 YouTube-Videos. Danke, wie gesagt, fürs dabei sein und dann sehen wir uns beim nächsten Stream. Wenn ihr denn wollt, natürlich wieder, liebe Freunde. Und ich muss noch ein bisschen labern, denn ich weiß ja nicht, wann das Video letzten Endes dann beendet. Und ich möchte nicht, dass es auf einmal ein abruptes Ende auf YouTube gibt. Was aber der Fall sein wird wahrscheinlich. Also, bis demnächst, liebe Freunde.